In der einzigen Sonnabendbegegnung des siebten Spieltages der Oberliga Süd trennten sich der FC Sachsen Leipzig und der VfL Halle mit einem 0:0 unentschieden. Ja, von den Spielanteilen ganz klar, von den Chancenanteilen ganz klar. Ich denke auch, wir wollen hier nicht über Elfmetersituationen diskutieren. Aber ich denke, die Schusssituation, die wir hatten im Spiel, Menge. Und deswegen ist der Punkt sicherlich für Halle äußerst glücklich. Die Leutscher machten stets Druck auf das Tor des Gegners. Die Hallenser erfüllten die Vorgaben des Trainers zu genau. Dass es zu einer Punkteteilung kommt, zu 0:0, liegt sicherlich daran, dass meine Mannschaft meine Forderung, zu 0 zu spielen, etwas zu wörtlich genommen hat. Ja, sie haben also sehr viel Augenmerk auf die Defensive gelegt. Und ich glaube, es hat jeder gesehen, dass wir, was die offensiven Akzente anbelangt, haben doch mehr als spärlich nur oder sporadisch Akzente setzen konnten, wenn man von Akzenten reden konnte. Pech für den FC nach dem Lattentreffer von Liganda nach einem Freistoß. Ein nicht gegebener Elfer und die vergebene Kopfballchance aus 5 Metern von Köckeritz in der Nachspielzeit sicherte den Hallensern einen glücklichen Punkt. Die Leutscher konnten ihre Siegesserie nicht auf 3 Spiele ausbauen, verbessern sich dennoch auf Platz 7.